Ja, willkommen zurück beim Panel Schreiben über Theater. Das Panel wird moderiert von Ulf Schmidt, ausgebildeter Theaterwissenschaftler, Dramatiker und Blogger unter postdramatiker.de und dort auch Beobachter des Theaters und Beobachter der Netzgesellschaft. Bitte, Ulf. Dankeschön. Das Wetter wird schön, die Reihen lichten sich. Es geht um die Menschen, über die Klaus Pallmann gestern Abend gesagt hat, obwohl sie permanent am Heiligen des Theaters teilhaben dürfen, werden sie keine besseren Menschen. Es geht um Kritiker und Kritik. Ein kleiner Bruch sozusagen im Veranstaltungsprogramm. Bisher ging es um Theater, bisher ging es ein Stück weit spielerisch um die Dimensionen und die Möglichkeiten, die man als Theater haben oder nutzen könnte, um sich mit der digitalen Gesellschaft, mit Vernetzung auseinanderzusetzen. Jetzt springen wir in einen Bereich rein, wo das keine spielerische Frage der Auseinandersetzung mehr ist, sondern wo es eigentlich schon, ich möchte nicht sagen blutiger, aber doch relativ existenzieller Ernst wird Theaterkritik klassischerweise angesiedelt im Journalismus, das heißt in den Zeitungen. Und wir wissen, dass es den Zeitungen in Deutschland in den letzten zwei Jahrzehnten nicht wirklich so gut geht, dass die Auflagen sinken. Man sagt dann gerne, das Internet ist daran schuld. Eine Diskussion oder eine Beschreibung, die ich etwas seltsam finde, auch anknüpfend an die Diskussion von heute Morgen, das Internet ist an gar nichts schuld. Das Internet kauft keine Zeitungen und das Internet kauft heute auch nicht keine Zeitungen mehr, sondern es sind Menschen, die früher Zeitungen gekauft haben und es sind Menschen, die heute weniger Zeitungen kaufen und sich mehr informieren, als sie zuvor getan haben, aber dafür vielleicht eher das Internet nutzen. Das heißt, wir haben es eben nicht so sehr mit technologischen und digitalen Fragen zu tun, sondern tatsächlich mit einer gesellschaftlichen Frage oder mit einem eher soziologischen als technologischen Phänomen. Ohne jetzt weiter lang zu labern, ich möchte auf diesem Panel mit den Gästen darüber reden, wie sich die Profession des Kritikers, Formen und Funktionen von Kritik verändert haben in den letzten Jahren, wie sie sich gerade verändern und weiter verändern werden. Auch darüber reden, wie gerade angesprochen, wie sich Kritik finanziert und ob vielleicht am Ende des Tages dann doch nochmal technisch gesprochen der Live-Button den Kritiker ersetzen wird. Ich möchte darüber mit drei Kritikern reden, die sich auf den unterschiedlichsten Medien auskennen, online, offline, Radio und sogar auf der Bühne, und einem Theaterwissenschaftler, der uns den theoretischen Überbau dazu liefern wird und der zugleich, finde ich, ging mir in der Vorbereitung so, ja, den großen Vorteil hat, jeden Tag mit den sogenannten Digital Natives konfrontiert zu sein. Das heißt, in der Zeit, als ich studiert habe, saß ich mit einem Block und einem Stift da und heute sitzt er wahrscheinlich aus einer Wand von leuchtenden Äpfeln in den Hörsälen. Also auch da nochmal ein Blick. Ich freue mich also auf Esther Slevogt, Mitgründerin und Redakteurin von Nachtkritik, schreibt unter anderem auch für die Taz. Ich freue mich sehr, dass Frau Christine Dössel aus München hierher gekommen ist, Redakteurin und Theaterkritikerin bei der Süddeutschen Zeitung und übrigens auch zeitweise Bloggerin. Ich freue mich auf Tobi Müller, freien Kulturjournalisten, den man auf den unterschiedlichsten Medien antrifft, worüber wir gerade auch gleich noch reden wollen. Und wie gesagt, Chris Balm von der Universität München. Frau Dössel hat mal in einem Interview, das ich tatsächlich online gefunden habe, gesagt, dass es für Zeitungen sich eigentlich gar nicht lohnt, Theaterkritiken online zu stellen, dass sie die gar nicht ins Netz schieben, weil relativ wenig Menschen sie anklicken würden und sich der Aufwand nicht lohnt. Frau Slevogt, Überraschung. Was auf den Tag genau haben Sie? Ich habe dabei auch nur zitiert, was unsere Online-Redakteure denken, nicht meine eigene Meinung. Nein, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgegoogelt. Ich habe gerade nochmal Ihren Namen auf der süddeutschen.de gegoogelt und stellte fest, also tatsächlich viele Kritiken sind von Ihnen da auch gar nicht zu finden. Also scheint immer noch der Fall zu sein. Wollte aber eigentlich auf Frau Slevogt kurz noch abbiegen. Da scheint es ja eine relativ tollkühne Idee, vor 6 Jahren ein Portal zu gründen, das ausschließlich aus Theaterkritiken besteht, das heißt den Dingen, die keinen Menschen interessieren. Langeweile, Freiheitsdrang, Größenwahn, was hat Sie damals dazu getrieben, ein Theaterkritikenportal im Netz aufzumachen? Ja, das waren zwei Gründe. Der erste Grund war, dass es einfach die ganz reale Erfahrung war, als Kritiker, dass der Platz in den Zeitungen für Theaterkritik rapide im Schwinden begriffen war und man, also das war richtig zu beobachten, dass es
die Theaterkritik als Kritikform, als journalistisches Format irgendwie einen echten Schwund erlebte in der Zeit. Dann kam hinzu, dass wir dachten, es gibt eigentlich in der Kunstform, in der wir sozusagen unterwegs sind als Kritiker, längst Formen von Partizipation des Publikums, längst Formen, wo ganz andere Kommunikationsstrukturen herrschen. Nur in der Kritik ist es noch so, dass der Kritiker oben auf dem Hochsitz sitzt und sein Kunsturteil fällt und sagt, so ist es. Und dann hat keiner auch so richtig mehr die Möglichkeit, sich da drüber zu äußern oder irgendwie darauf zu reagieren. Und wir haben dann immer unseren berühmten Spruch gesagt, wir wollten die Einbahnstraße Kritik für den Gegenverkehr öffnen. Wir wollten nämlich nicht, dass das Wort des Spezialisten, als die wir uns ja nach wie vor betrachtet haben, das letzte Wort über ein Kunstwerk ist, sondern eigentlich das erste Wort, das das Gespräch über ein Kunstwerk eröffnet. Und wir wollten aber die Kritik erstmal nicht verändern, sondern nur deren Bedingungen. Und da war das Internet ganz ideal als mit seiner Technologie, weil eben einfach diese Möglichkeit der Kommentierbarkeit besteht. Ja, das war das. Sie haben in Auflagezahlen gesprochen, was natürlich blödsinnig ist im Netz, aber in Auflagezahlen würde man sagen, Sie hatten eine tägliche Auflage von 10.000 Exemplaren, das heißt 10.000 Besucher oder ja, Besucher sind es am Tag. Noch nicht ganz, aber so ungefähr. Also wir nähern uns dem, sagen wir mal so. Das heißt, Sie haben damit die klassischen Fachzeitschriften des Theaters natürlich längst aus dem Feld geschlagen, die monatlich erscheinen. Das heißt, Ihre Experten haben natürlich schon eine gewisse Form auch von Meinungsmacht. Das heißt, wenn man über Google auf Sie kommt, landet man auf Ihren Kritiken. Deswegen für mich einfach mal... ja, weil die anderen nicht im Internet stehen, deswegen. Sonst Und jetzt lassen Sie sich von Google auch noch hinter Leistungsschutzschranken treiben, wunderbar. Also Sie werden noch mehr Erfolg haben. Trotzdem nochmal die Frage, ich glaube, Sie schreiben 50 Kritiker ungefähr für Sie. Wie wird man denn Kritiker bei Nachtkritik? Was legitimiert einen, auf diese Plattform als Kritiker zu dürfen? Also erstmal muss man in einem dünn besiedelten Gebiet der Bundesrepublik oder deutschsprachigen Raum leben, weil nämlich in Berlin gibt es schon genug Nachtkritiker. Wohingegen in den etwas also Gebieten mit wenig Theaterdichte und auch Bevölkerungsdichte, auch die Kritikerdichte entsprechend gering ist und die gut schreiben können, und das muss man nämlich eigentlich, wenn man bei uns mitmachen möchte und irgendwie einen Blick haben und irgendwie auch da nimmt das sozusagen prozentual ab. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Und dann also ist es eben so, dass viele denken, ja, man kann da einfach irgendwie schreiben oder auch am besten noch selber veröffentlichen, das ist auch nicht so. Wir sind schon ziemlich, also wir arbeiten mit unseren Autoren, wir arbeiten mit den Texten und die werden also sehr auch redigiert, und dass es irgendwie ein bisschen eine Qualität hat, das ist uns dann doch wichtig. Aber um jetzt dann doch mal zu Frau Dössel zu kommen, also dünn besiedelter Raum als Wohnung, als Kernkompetenz wäre jetzt wahrscheinlich nicht die Beschreibung, wie man eine der noch existierenden 3 oder 4 Kritikerstellen bei überregionalen Tageszeitungen bekommt. Deswegen einfach ganz simpel gefragt, was ist sozusagen der Tenure-Track, was ist der Hintergrund für einen Kritiker in einer klassischen überregionalen Zeitung? Naja, es gibt da ja nicht so einen klassischen Weg, den man benennen könnte, dass man sagt, wie beim Anwalt, ja, der macht sein Jurastudium, dann sein Referendariat und dann promoviert er und dann ist er Anwalt. Da gibt es ja verschiedene Wege zur Kritik. Also bei mir, ich kann mal von mir sprechen, ich habe einfach eine klassische journalistische Ausbildung und innerhalb derer habe ich mich spezialisiert. Und das ist, glaube ich, so der Grundweg, also dass man schon vom Journalismus herkommt und auch die journalistischen Standards einzuhalten versucht. Also inklusive Volontariat. Also bei mir war es so, Volontariat, ja. Dann ja. Noch Deutsche Journalistenschule, also normalerweise reicht eins, ich habe da doppelt gemoppelt. Und dann war bei mir erst das Studium dran gehängt und da habe ich auch nicht einmal Theaterwissenschaft im Hauptfach gemacht, weil ich eigentlich immer noch vorhatte, Reporterin zu werden und die großen Zeitdossiers zu schreiben. Aber irgendwie hat man mein Talent erkannt und ich bin dann richtig gefördert worden, zum Beispiel bei der Süddeutschen. Das hieß damals wirklich Ochsentour. Du musst die Ochsentour machen und das hieß ganz klein anfangen, freie Szene, Kabarett, bis man überhaupt zum großen Theater mal in Tresi durfte.
Und bis man dann reisen durfte, das war, also ich habe mit 22 angefangen, also es ist irgendwie so lange dabei. Also das Internet macht Dinge schneller. Ich möchte jetzt auch Tobi Müller mit reinziehen, bei dem ich relativ lang und her überlegt habe, wie kann man den denn jetzt eigentlich beschreiben? Also bei Frau Slevog würde ich sagen Online-Kritikerin, bei Frau Dössel würde ich sagen Print-Kritikerin. Sie höre ich im Autoradio, von Ihnen lese ich was im Netz, gelegentlich höre ich was in der Zeitung. Sie sitzen auch auf der Bühne in der Volksbühne und machen Live-Plattenkritiken. Als Bullshit-Bingo ist mir dann transmedialer Kulturjournalist eingefallen. Das heißt, Sie sind eigentlich, wenn ich es richtig beschreiben würde, eigentlich gar nicht mehr an ein Medium gebunden, sondern werden eigentlich als Kulturjournalist eine Eigenmarke, die sich die unterschiedlichsten Medien auswählt. Kann man das so beschreiben? Ich bin sozusagen die fleischgewordene Konvergenz. Also das, was alle großen Medienhäuser ständig heranzüchten wollen, das kann man bei mir mieten. Natürlich jetzt nicht immer im trimedialen Modell. Das ist, funktioniert auch nur im Idealfall so, dass man, also als Freier hat man eigentlich zwei Möglichkeiten, oder? Man bleibt Theaterkritiker und lebt prekär und hat keine Familie und keine Wohnung und lebt immer irgendwo anders und schreibt dann Kritiken zwischen 50 Euro und 120 Euro und bereitet sich da vielleicht 3 Tage vor und schreibt dann noch einen Tag. Das kann man machen, wenn man möchte. Nach 35 nicht mehr so spannend vielleicht. Das heißt, man sucht sich irgendwie andere Themen heraus, wo man dann tatsächlich konvergent arbeiten kann. Das heißt, im Idealfall, man hat ein Thema, letztes Jahr war es bei mir zum Beispiel Retro, kann man da für den WDR was machen, da gab es eine Feature-Serie daraus, die ich mit meiner Frau gemacht habe. Ich habe daraus aber auch Artikel für Fachmagazine, für Musikmagazine draus gebaut. Das ist ein Thema, was mich dann auch im Theater hat begonnen zu interessieren und so weiter. Also wenn man an einem Thema länger bleiben kann, und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen, Kanälen, auch kuratorischen Kanälen, wo man dann gar nicht als Journalist, schon gar nicht als Kritiker in Erscheinung tritt, sondern eher als Content-Lieferant, auch für Theater im Übrigen, also wo ich bestimmt mit 3, 4 verschiedenen Theatern quasi immer wieder Beziehungen eingehe oder darüber rede, dass ich ihnen etwas liefern kann, was man mit Content beschreiben könnte. Das ist der Idealfall. Natürlich gibt es das Mühsame immer noch, das heißt, in einzelnen Aufträgen hinterherlaufen, mit zunehmend überforderten Redaktionen zu tun haben, die keine Zeit mehr haben, die Leute schlecht betreuen, die schlecht redigieren, mit immer mehr Institutionen, die unter Druck stehen, Publikationen rauszuhauen, das aber nicht können, weil sie noch nie ein Buch gemacht haben, geschweige denn mit Texten umgehen können, weil die ja selber immer mehr Geld generieren müssen. Das heißt, man macht vor allem eine Publikation nach der nächsten. Das ist das Mühsame dieses freien Geschäfts. Das Schöne ist, wie gesagt, wenn ich 2, 3, 4, vielleicht sogar 6 Wochen an einem Thema sitzen kann und einfach mehr bringen kann als das klassische New Day, New Dollar Prinzip des alten Tageszeitungsjournalisten. Heißt aber, nochmal kurz nachgefragt, haben Sie den Eindruck, dass Sie sowas wie eine Fanbase haben, die Sie über die unterschiedlichen Kanäle begleitet? Also dass Radio-Hörer im Theater auch sitzen und dann ihre Texte auch lesen? Also ich würde das als Stalking empfinden eigentlich, wenn es wirklich eine Fanbase gäbe, die mich unter all diese unterschiedlichen Felder eben begleiten würde. Das wäre fast ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Weil das ist schon auch ein Spagat, den man zum Teil macht. Also wenn ich mich mit Popkritik beschäftige oder so, ist man wirklich auf einem ganz anderen Planeten, als wenn ich jetzt hier im Theatertreffen zum Beispiel die Publikumsgespräche moderiere in der ersten Woche, wo man mit in der Regel ein bisschen geladenen Schauspielern, Regisseuren zu tun hat, die unter Druck stehen auf der Bühne, mit Zuschauern, die zum Teil auch unter Druck stehen und einen hochspezialisierten Diskurs führt und so. Das ist was ganz anderes, als wenn ich in der Volksbühne mit dem Frontschwein Jens Balzer von der Berliner Zeitung und Sebastian Sabel von Rolling Stone mit Popfans oder mit Herbert Fritsch, wie wir gerade gesehen haben, auf der Bühne rede. Das ist ein völlig anderer Diskurs und ich glaube nicht, dass es da Leute gibt, die mich da quer durchverfolgen. Überhaupt nicht eigentlich. Ja, also zumindest 3 relativ unterschiedliche Typen von Kritikern. Ich würde jetzt den Wissenschaftler gerne fragen, gerade mal aus einer Vogelperspektive auf die letzten, sagen wir mal 200 Jahre zu gucken. In wenigen Sätzen, das ist die große Herausforderung, die 200 Jahre wahrscheinlich eher weniger. Form und Funktion von Kritik. Form war relativ lange klar, das war einfach gedruckt in der Tageszeitung, aber Funktion von Theaterkritik. Kann man sowas in wenigen Sätzen zusammenfassen, damit wir dann hinterher da einsteigen können? Danke für die Frage. Ich habe zufällig eine Vorlesung dabei und Professoren sprechen ja gewöhnlicherweise in 90-Minuten-Einheiten. Nein, in der Tat, also die Form und Funktion hängen eng miteinander zusammen. Also Theaterkritik gibt es eigentlich erst in dem Moment, wo es andere Medien gibt.
Ja, also das heißt, mit der Entstehung der Zeitungen, Zeitschriften gibt es Theaterkritik. Das gibt so Ansätze schon im 17. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert mit der Verbreitung von Tageszeitungen oder Wochenzeitungen. Dann geht es richtig los und dann hat man das schon. Und dann ist die Frage, ja, was ist die Funktion? Es ist klar, es ist eine Vermittlungsfunktion, es ist eine Informationsfunktion, das darf man nicht vergessen. Die ersten Theaterkritiken sind zum Teil nichts anderes als erweiterte Theaterzettel. Also die beschreiben, also wer gespielt, was gespielt hat, was gespielt wurde, wer ist aufgetreten. Und dann gibt es aber schon am Anfang des 18. Jahrhunderts schon sehr elaborierte Diskurse überhaupt über das Theater, über Schauspielkunst. Also sozusagen beides geht quasi sofort los. Das ist das interessant, das zu vermitteln. Und genauso wie es viele verschiedene Zeitungen gibt, gibt es verschiedene Formen von Theaterkritik. Natürlich denken wir alle an Lessing, an die Hamburgische Dramaturgie, wobei das die absolute Ausnahme ist, dass Lessing quasi die Innen- und Außenperspektive gleichzeitig einnehmen musste, mit zum Teil verheerenden Folgen natürlich für die Schauspieler, sodass sie ihm quasi eine Art Berufsverbot erteilt haben. Er durfte nicht mehr über die Schauspieler urteilen, sondern nur noch über die Stücke. Also das ist aber sehr, sehr ungewöhnlich, aber quasi er hat gewisse Maßstäbe gesetzt, was die Komplexität von Theaterkritik betrifft. Ja, und dann geht es dann munter weiter durch die Jahrhunderte, also bis zum heutigen Tag. Und man kann schon sagen, dass die Funktion in der Hinsicht, dieser Vermittlungsfunktion, diese Informationsfunktion und quasi diese Art von Richtefunktion, das hat sich nicht viel geändert, nicht? Also die Medien haben sich geändert, aber diese interessanterweise bleibt diese Funktion relativ konstant bis zum heutigen Tag mit dem Internet. Und ich glaube, wir können später darüber sprechen sicherlich, vielleicht gibt es doch eine kleine Änderung jetzt mit der Möglichkeit des Internets. Das glaube ich schon. Vogt, gibt es oder gibt es nicht? Ist es dieselbe Funktion? Könnte man Ihre Kritiken, Herr Müller hat das mal schön geschrieben in einem Text, die Nachtkritiken auch 1:1 in der Zeitung abdrücken? Oder gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Medien? Naja, das ist manchmal so ein bisschen so eine naive Vorstellung, finde ich, dass nur, dass man das Medium wechselt, sofort die Form sich komplett verändert. Bei Darwin hat das mit der Evolution auch etwas länger gedauert. Das heißt, wenn die Bedingungen sich verändern, gibt es dann Mutationen, die merkt man nicht sofort vielleicht, aber die machen sich dann schon bemerkbar. Wenn man jetzt eine Kritik schreibt und einem fliegt jedes Argument sofort um die Ohren, kaum dass das Ding online steht, überlegt man sich erstmal das wesentlich vorsichtiger vielleicht, was man schreibt, und versucht seine Sachen zu begründen, deutlicher, als man das vielleicht gemacht hätte noch im Print. Also ich habe das bei mir selber festgestellt zumindest, ne, dass ich also etwas wesentlich unbekümmerter im Print geschrieben habe als online. Wenn nämlich dann sofort um 9 erscheinen unsere Kritiken und um 9:01 schon irgendjemand schreibt, die Frau Slevogt, man muss das Theater vor ihr bewahren, um Gottes Willen, die hat überhaupt nichts verstanden oder sowas. Ne? Also dann denkt man sich schon, aber ich glaube, dass es sozusagen eben neben dieser formalen Frage einen gewaltigen Unterschied macht, dass man einfach weiterschreiben kann, die Kritik, und zwar nicht ich, sondern die Leser, die das lesen und darauf antworten wollen oder das oder dem Aspekte hinzufügen wollen, die dann sagen, nee, ich habe das aber so gesehen, und der Nächste sagt dann wieder, nee, aber so und so, und dann ergibt sich ein relativ komplexes und multiperspektivisches Bild von einem Theaterereignis, was ich immer ganz interessant finde, sozusagen dann auch in der im Verlauf. Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass ja doch angeblich so schnelle und eher zur Schluderigkeit und Rechtschreibfehlern neigende Medium Internet eigentlich dazu, etwas gesagt, verleitet, genauer zu werden als das, was man für eine Zeitung dann mal eher schreibt. Ja, das kann man vielleicht auch nicht so generalisieren. Das war halt bei mir so der Fall. Ich glaube, das kann so man auch überhaupt nicht Fall. So sagen, oder? Bitte? Also das kann man gar nicht so sagen. Na, bei mir ist es wirklich so gewesen, dass ich also... Ich glaube, wenn dann, ich wage mal mir anzumaßen, ja, zu sagen, dass es dann eher zu einer gewissen Vorsicht der Internetkritiker führt, eben weil sie vermeiden wollen, dass sie gleich um 9:01 schon angepisst werden, sondern dass sie eher dann vielleicht man wird auch kaltblütig, deskriptiver sind und gar nicht so viel, vielleicht auch manchmal aufgrund der mangelnden Zeit, gar nicht so viel argumentieren. Es gibt natürlich da ganz große Qualitätsunterschiede.
Unterschiede. Aber es stimmt nicht, was Sie sagten, oder Tobi Müller zu zitieren, dass man das einfach abdrucken könnte. Bei uns gibt es so einen großen Filter, also es gibt so eine große Qualitätskontrolle, man könnte nicht einfach alle Nachtkritiken in der Süddeutschen unterbringen. Also das, ja, die Süddeutsche ist auch ein untergehendes Modell, Christina, und das letzte, die letzte ihrer Art in Deutschland. Dann reden wir in 10 Jahren noch sehr mal komfortabel, drüber. Aber das ist nun wirklich nicht die Avantgarde. Wohin die Theaterkritik geht, ist ein Ausnahmemodell. Sehr schönes, ich bin Abonnent, ich lese sie jeden Tag, ich freue mich über die vielen Theaterkritiken. Ich will auch nicht die Theaterkritik 400, in den Boden hauen. Hier ist was vom Schönsten, was man machen kann, ist ganz toll. Ich glaube, es ist die komplexeste Form, die man, also für mich sind das immer noch die schwierigsten Texte, am schwierigsten zu schreiben, die größte Herausforderung, in einem halben Tag eine schöne, unterhaltende, vielleicht mit ein bisschen Esprit versehene Kritik zu schreiben, ist schwierig. Ich finde alles andere einfacher. Aber sie wird es nicht mehr so geben. Ne? Und die Süddeutsche ist tatsächlich einer der wenigen Orte, wo sie noch so ist. Ich glaube, der Unterschied ist nicht nur einfach abstrakt durch das Medium gegeben, sondern wie diese Medien organisiert sind. Die Süddeutsche, du bist die Chefin, da gibt es eine Kritikerin. Ich bin nur in der Theatersprache. Ja, aber für alle Freien, die für dich schreiben, du bist die Chefin. Das ist eine sehr hierarchische Spitze. In Nachkritik gibt es ein Team, das das verantwortet, sind 50 Kritiker. Das heißt, die verhalten sich da schon ganz anders. Man ist dann natürlich nicht mehr... Da gibt es auch eine Redaktion, das haben sie doch so beschrieben. Ja, aber das ist doch... Ne? Es gibt irgendwie 7 Leute, die das führen oder 5 Leute und es gibt einen großen Pool. Ja, aber es gibt jetzt nicht so, es ist bei Nachkritik nicht klar, da sitzt der Stadelmeier und hat einen Finger über allen. Es ist eine viel andere Vielfalt an Stimmen machbar. Und die hatten die Zeitungen früher auch. Ich meine, auch bei deiner Zeitung, Christine, gab es 2 oder 3 Theaterkritiker zum Teil. Du bist die Einzige, die übrig geblieben ist. Na, wir haben als Festangestellte. Wir als haben Festangestellte, einen ganzen Pool, das meine ich ja. Aber das verändert sich. Ich bin auch in der Zeitung groß geworden. Ich bin auch einer dieser Randregion-Kritiker aus dem strukturschwachen Zürich. Da irgendwie groß geworden. Ich wurde auch gezogen von 2 verschiedenen Leuten, wo es völlig klar war, das hat Platz für mindestens 2 Theaterkritiker. Und zwar 2 Theaterkritiker, die gleichberechtigt nebeneinander sind. Das heißt, das war der Sound. Erst diese NZZ, wo ich war, dann ein bisschen länger beim Tagesanzeiger. Eine Zeitung vergleichbar mit der Berliner Zeitung, vielleicht hier in Berlin so. Und das ist, glaube ich, anders. Es ist einfach diese Figur quasi des Kritikers mit der Stimme, der auch den Sound eines Blattes ausmacht. Das finde ich auch gut. Ich lese deine Kritiken gerne. Ich lese sie jede Woche. Ist ja nicht völlig, nur so, dass ich Kritiken schreibe. Was völlig anderes als eben Nachkritik, wo das tatsächlich die Hierarchie eine ganz andere ist. Und das, glaube ich, führt zu diesem anderen Schreiben. Dass diese Kritiken nicht abdruckbar werden in der Süddeutschen, ist eine andere Sache. Sie werden abgedruckt. In Regionalblättern. Die machen doch den Bauchladen auf. Die leben doch nicht von diesen 50 oder 70 Euro, die sie dafür kriegen. Sie werden diese Texte woanders verkaufen, wenn sie einigermaßen schlau sind. Sonst kommen sie nicht durch, oder? Das stimmt aber auch nicht. Also es wird sehr, sehr, sehr wenig zweitverwertet. Ich kenne einige Modelle, die so funktionieren. Ja, es sind ein paar Leute machen das, aber die wenigsten, ehrlich gesagt. Ich wollte vielleicht darauf hinweisen, also auf diese allererste Frage, also warum liest man ihre Kritiken im Internet nicht? Eigentlich genau, nicht weil sie so bedeutungslos sind, sondern im Gegenteil, weil sie so wertvoll sind. Das ist mit das Wertvollste, was die Süddeutsche überhaupt anzubieten hat. Und deshalb muss man die Zeitung kaufen, wenn man Frau Düssel lesen will. Das ist doch der Grund, warum man ihre Kritiken also nicht im Internet Hendricks, lesen kann. Also Benjamin Hendricks, der ja lange nicht mehr Theaterkritiken schreibt, aber ein ganz großer Theaterkritiker war, da sind wir uns sicherlich alle einig, der hat immer gesagt, Kritiken zu schreiben ist die schwierigste Form innerhalb einer Zeitung. Das ist die Königsdisziplin. Damit hat er sich natürlich selbst auch gekrönt. Aber es stimmt natürlich. Es ist nicht so, dass man eine Kritik dann einfach so dahin schreibt. Und Es hat natürlich erfordert einen eigenen Sportsgeist und eine Dynamik und auch irgendwie was Eigenes, über Nacht eine Kritik zu schreiben, die dann, ich weiß nicht, glaube bei Ihnen muss man um 7 Uhr morgens abgeben, dann wird es noch bearbeitet. Ja, genau, ja. Und es hat schon auch was für sich, wenn man drüber schläft noch. Ja? Also, kann man ja, ist ja nur ein bisschen kürzer, der Schlaf. So, das ist... Die ausgeruhte, ausgeschlafene Kritik, die ist noch nicht ausgestorben und die... Manche ist aber dann verschlafen auch, manche Kritik schon. Also das ist die Grenze. Natürlich, ja, klar, schlimm, aber seltsamerweise ist bei Nachtkritik ja auch nicht jetzt alles dann plötzlich alles neu erfunden worden. Ich unterbreche natürlich ungerne. Trotzdem sollte ich mal, Sie sehen, Kritiker kritisieren nicht nur Künstler, sondern auch andere Kritiker. Trotzdem möchte ich nochmal auf einen Punkt zurückkommen, der vorhin kurz von Esther Slevogt und dann auch von Frau Düssel angesprochen wurde. Also dieser in der Zeitung ist der Gedanke, ich schreibe meinen
meinen Text tatsächlich mit emphatischem Begriff eines Textes, als einen schönen Text, als einen ausgearbeiteten Text. Der erscheint in der Zeitung, damit ist er für mich erledigt. Stelle ich ihn online, fängt da, wie Frau Slevog gesagt hat, der potenzielle Ärger erstmal an. Vor allen Dingen, die Zeitung wird am nächsten, am übernächsten Tag archiviert, ist weg. Auf Nachtkritik ziehen sich Debatten über 2 Wochen, über 3 Wochen, über 4 Wochen hin. Man wird als Kritiker immer wieder damit konfrontiert, was man vor 4 Wochen geschrieben hat und vielleicht heute in der Form nicht mehr schreiben würde. Also für mich ist diese Frage, wie gesagt, weil Sie auch Blog-Erfahrung haben, entsteht da tatsächlich eine Form sozusagen des Über-Ichs, Internet, das einem im Kopf beim Schreiben sitzt und man hat das Gefühl, oh, ich muss die Ecken und Kanten versuchen zu vermeiden, um nicht angreifbar zu werden? Oder gibt es auf der anderen Seite den Wunsch zu sagen, oh, Debatten sind eine tolle Sache, jetzt hauen wir richtig auf die Kacke und dann gucken wir mal, was passiert? Nee, das, was ich vorhin meinte, das bedeutet nicht, dass man Ecken und Kanten vermeidet. Und auch ich hab den Anspruch, einen Text zu schreiben, wenn ich eine Kritik schreibe. Bin auch der Meinung, dass ich das tue. Und man wird auch Kampf erprobt mit der Zeit. Das ist nur so. Und das ist, sage ich auch immer, eine Demutsübung für Kritiker, wenn dann plötzlich die Crowd sich auf dich stürzt und sagt, was hast du da für einen Mist geschrieben? Dann, sonst ist man derjenige, der im Dunkeln sitzt und über die Arbeit von den anderen urteilt. Und also das war auch eine interessante Erfahrung für mich als Kritikerin, finde ich, so diese plötzlich, hups, dieser Gegenwind, den zu spüren. Aber man wird abgehärtet mit der Zeit. Man muss, glaube ich, aufhören, diesen Gegensatz zwischen nach Kritik / Blog aufzubauen und den und Süddeutschen als Zeitung, weil die Tendenz geht rasend dahin, dass die Zeitungen sich viel stärker ins Internet verlagern und das, was sie in Printform veröffentlichen, genauso im Internet lesbar ist und genauso ist diese Kritik ausgesetzt ist. Also das scheint im Moment nicht der Fall zu sein, aber ich habe mich ein bisschen intensiver mit The Guardian, beschäftigt in London und was da los ist. Quasi die Guardian hat professionelle Theaterkritiker, die dürfen 500 Wörter schreiben und es muss nächsten Morgen erscheinen, aber diese Theaterkritiker führen selbst einen Blog in der eigenen Zeitung und setzen sich sozusagen quasi sogar mit den eigenen Kritiken auseinander und so weiter. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich die Zukunft. Also da sozusagen diese Grenzen, Blogging, Theaterkritik, das wird, glaube ich, immer poröser. Und das ist, was ich angedeutet habe, mit vielleicht doch eine neue Entwicklung. Quasi, es gibt das Theater als Sender, es gibt den professionellen Theaterkritiker als Empfänger, der was zurückschickt und dann ist es sozusagen erledigt. Das Internet ist schon sozusagen viel stärker vernetzt, verflochten, rhizomatisch, wie man das nennen will. Und ich glaube, das ist, darauf müssen wir uns einstellen. Aber ich persönlich sehe das als eine positive Entwicklung. Ist aber auch nicht alles so ganz neu. Ich glaube, es ist vor allem ein Unterschied, ein gradueller Unterschied. Einer, die Masse macht es. Oder es ist ja nicht so, dass man als alter Printkritiker, als der ich quasi den Beruf gelernt habe, nicht Reaktion ausgesetzt wäre. Schon gar nicht, wenn Sie in einer relativ kleinen Stadt lernen. Ne? Zürich viel Geld, wenig Einwohner. Wahnsinnig viel Kultur, aber halt nur 500.000 Leute. Das heißt, Sie sind eigentlich ständig mit den Leuten konfrontiert, wenn Sie viel unterwegs sind im Theater, auch mit den Künstlern. Sie müssen lernen, damit umzugehen, dass Sie sich verreißen und am anderen Tag mit ihnen ein Bier trinken. Ja, das ist beide ein Lernprozess. Und da müssen sie irgendwie durch, da autark zu bleiben und nicht ständig unter Einfluss Angst einzugehen. Ich glaube, wenn man in größeren Städten lernt, ist es ein bisschen anders, weil man sich da besser zurückziehen kann in Berlin. Und trotzdem, finde ich, gibt es diese Unterschiede. Ich gehe mit Ihnen völlig einig, Herr Baum, dass sich das rasend annähert. Ich lese ja auch Kritiken der FAZ quasi nur noch zusammengefasst auf Nachtkritik, weil ich nicht FAZ-Abonnent sein möchte, sondern lieber ein SZ-Abonnent. Ja? Das ist ja alles beides bereits da. Aber es ist im Moment einfach noch nicht so weit und der Ton, der unterschiedliche Ton, ist schon sehr spürbar, finde ich. Ich möchte Ihnen mal was vorlesen aus einer Kritik, die kürzlich erschienen ist über eine Inszenierung hier im Deutschen Theater. Totale Pleite, das erste Zitat, grässliche Belanglosigkeiten, geschmacklosen Unfug, dreistes Gunstgewerbe und alles ohne Sinn, Verstand und irgendeine Antwort auf die Frage, was er mit seinem kunstfernen Treiben bezweckt. Ist das jetzt ein Kommentar auf Nachtkritik? Ist es ein Troll auf Nachtkritik? Oder ist es eine Kritik in der FAZ? Es ist eine Kritik in der FAZ, ja. Und das ist irgendwie eine Art Ton, das ist eine Art Wettbewerb des Schreiens, der da irgendwie im Print eingesetzt hat.
der insbesondere in Berlin natürlich wahnsinnig ist, oder? Sie haben hier eine Dichte an Theaterkritikern, die sich überbieten, zum Teil in einem aggressiven Schwertkampf, wenn es um einzelne Häuser geht. Das DT ist völlig zum Abschuss freigegeben, zum Beispiel seit ein paar Jahren, andere Häuser nicht. Das nimmt eine Art Aggressivität an, die es, glaube ich, vor 10 Jahren noch nicht gab. Und ich habe schon das Gefühl, dass es damit zu tun hat, dass diese Form der Kritik im Print einfach angegriffen ist und dass das da lauter wird und dass ich auf Nachkritik sowas höchstens in den Kommentaren lesen würde. Wenn ein gescheiter Redakteur da ist, würde er selbst das noch quasi redigieren oder irgendwie raushauen. Ja? Aber in der Kritik selbst wäre das jetzt unter den Bedingungen, die wir gerade haben, noch nicht möglich. Die wirtschaftlichen Bedingungen treiben die Zeitungen und Journalisten dazu. Naja, wir wissen alle, dass es für dich einfach wahnsinnig eng wird. Vielleicht mal ein Ausreißer, das gab es immer schon. Es gab immer dann schon Schmähkritiken oder diese kurzen Hammerkritiken, Holzhammerkritiken von Stadelmeier, die gab es immer schon. Nicht Stadelmeier. Ja, in dem Fall nicht. Ich meine, aber es hat jetzt nichts mit dem Netz zu tun, dass die Printkritik lauter marktschreierischer werden müsse. In Berlin ist es aggressiver geworden in den letzten 5 Jahren als vor 10 Jahren, eindeutig. Also ich glaube einfach, dass egal ob Print oder Internet, also eine gute Kritik, das nimmt sich nichts. Also dass eine gute Kritik folgt den gleichen Qualitätskriterien und Standards im Netz wie im Print. Also im Netz eine gute Kritik, die erfüllt genau das, was eine Printkritik auch erfüllen muss, wenn sie gut ist. Also dann muss sie argumentieren, dann vermittelt sie was, dann ist sie gut geschrieben, dann also all das gilt im Internet doch genauso. Du bist Idealistin, Christine. Ja. Sozusagen die Printkritik ist sozusagen ein abgeschlossener Vorgang dann, ne? Und das ist eben die Online-Kritik nicht. Die Online-Kritik, die öffnet eben irgendwie ein Gespräch im besten Fall. Ja, aber das, weil Sie haben vorhin gesagt, die wird dann weitergeschrieben, das würde ich so nicht formulieren. Die Kritik steht da, solitär, und dann die ganzen User und Kommentatoren, die heizen sich dran auf, die reiben sich daran, die führen das dann fort als Debatte, aber nicht als Kritik. Und es ist ganz viel Meinung dann, also es ist schon eine Meinungssuppe im Internet. Da muss man schon lange auch dann suchen, was ist dann auch wieder gehaltvoll. Es ist, also eine Kritik ist ja nicht einfach nur Meinungsabsonderung. Also das. Ich weiß jetzt nicht, wie die ganze Kritik dann aussah, aber das ist vielleicht eine Passage, wo einfach dann nur Meinung. Aber normalerweise ist eine Kritik nie nur Meinungsabsonderung. Und im Internet, gerade eben diese ganzen Kommentare, die argumentieren ganz selten, ganz selten. Also dann kommen die Meinungen, dann finde ich das aber wieder kacke, weil du das gesagt hast. Also das ist dann so eine, also das Internet ist dann, befördert dann die Debatte oder eben das, aber nicht, dass sie die Kritik wirklich weiterschreibt. Aber da kann man, also, würde ich Einspruch erheben, ja. Ja, nee, die schreibt die Kritik nicht weiter mit den gleichen Mitteln und vielleicht mit dem im gleichen Diskurs natürlich, weil es sind ja andere Leute, die auch auch immer noch Hierarchie dieses Mediums, die ja nicht völlig aufgehoben ist, einnehmen und dadurch der Ton auch ein anderer ist. Und dann ist es auch so, wenn man plötzlich mitreden darf, das haben wir wirklich ganz doll gelernt und erfahren bei der Nachtkritik, dass die Debatten auch, also dass die das auch lernen müssen, richtig, die Leute ganz normal, sich wirklich irgendwie zivilisiert zu äußern. Wir haben am Anfang weniger eingegriffen und weniger redigiert. Ja, Sie wissen, da ein Lied von zu singen. Und als wir das jetzt tun und das zu moderieren, aber wir mussten auch unsere Erfahrungen sammeln. Aber wir stellen eben fest, das lässt sich schon irgendwie auch zivilisieren, der Diskurs. Und das lässt sich schon auch. Arbeitsintensiv einfach. Ja, das ist es, aber es lohnt sich und macht Spaß einfach. So, ne? Aber es ist auch wichtig. Ja, ist es auch wichtig. Ja, ja, genau. Aber wie gesagt, deswegen schreiben die Kritik nicht weiter, aber die lebt weiter auf einer Form, die spinnt sich weiter, die hat irgendwie eine andere Form und löst auch in einem selber beim Schreiben, also der, die geschrieben hat, also ich habe auch oft den Impuls, ich habe das dann morgens fertig um 7 abgegeben, dass ich um 10 eigentlich jetzt gerne noch mal von einer ganz anderen Seite noch mal neu darüber nachdenken würde. Auch teilweise inspiriert durch das, was die User inzwischen dazu gesagt haben, wenn sie was gesagt haben. Und auch, weil das anders in einem arbeitet, weil es nicht fest auf dem Papier steht, sondern weil das eben so ein liquides Medium ist, das Internet. Ne? Wie ist das, wenn ich mal ganz kurz fragen darf, dürfen Sie da noch mal ran? Also im Internet kann man ja anders, als wenn es gedruckt ist, dann ist es gedruckt. Sie könnten doch eigentlich, das weiß ich auch aus meinem Blog, man kann noch mal ran und dann kann man noch mal was ändern. Macht man das? Man macht es nicht so richtig, aber ein bisschen, aber meistens nur, wenn ich Fehler finde, orthografische, das kommt bei mir vor. Aber eigentlich die Ehre gebietet, das, was da steht, muss jetzt auch so stehen. Ja, das finde ich sonst auch nicht, also das finde ich sonst irgendwie nicht okay. Okay, finde ich okay. Dass man seine Meinung dann,
Da müsste man nochmal. Ich würde gerne den Unterschied, den Frau Düssel aufgemacht hat zwischen Kritik und Debatte. Sie haben gesagt, das ist die Kritik ist die Kritik, die steht da, ist eine, fast eine eigene Form. Und das, was danach kommt im Internet, ist die Debatte. Und ich glaube, das ist eigentlich genau das Produktive. Ich meine, das ist für mich die Eröffnung endlich der geschlossenen Welt der Theateröffentlichkeit. Ja, die Theateröffentlichkeit ist eigentlich, geben wir uns zu, ein relativ geschlossener Raum zwischen Abonnenten und Theatermachern und Theaterkritikern, und das ist sozusagen relativ, auf Englisch würde man sagen, self-contained, nicht? Das ist in sich geschlossen. Und jetzt kommt dieses neue Medium und bricht das auf. Ja, und Debatte ist genau, das ist der Herz, das ist das Herz, das ist der Kern der Öffentlichkeit. Also Öffentlichkeit wirklich im habermaschischen Sinne, eine Debatte von Privatleuten, also über Fragen, die wichtig sind. Und das ist erst jetzt möglich. Und deshalb würde ich das quasi als das Produktive dieses neuen Medium sehen und nicht als das Negative. Ich sehe das auch nicht negativ. Also falls das so rübergekommen ist, ich sehe das durchaus auch als eine Bereicherung. So Foren wie Nachkritik mussten lernen. Ich bin echt auch mal das Opfer gewesen von so einem Shitstorm. Damals hat man es noch gar nicht so genannt, aber es war einer. Und ich habe ihn auch extrem als solchen empfunden. Hat mich wirklich schwer getroffen damals. War noch neu alles, wie damit umgehen. Aber im Grunde finde ich sowas bereichernd. Ich schaue auch immer wieder mal rein, weil man ja wissen will, wie wird denn etwas diskutiert. Ich bin auch oft dann auch wieder genervt, und weil dann einfach diese, was ich vorhin als Meinungssoße oder Suppe bezeichnet habe, die zieht mich auch manchmal so runter. Das will ich, da will ich mich nicht so reinbegeben. Aber insgesamt finde ich es bereichernd, weil es auch das Theater lebendig macht und dass man drüber redet. Also das ist ja wichtig für uns alle, dass man über das für einen Bereich arbeitet, der wichtig ist, über den geredet wird, über den debattiert wird, mit dem man sich auseinandersetzt. Ich meine, das ist das Leben. Früher haben die Leute Tomaten geworfen. Das tun sie ja jetzt nicht mehr, ne? Leserbriefe hat man auch geschrieben, aber da musste man sich immer schon mehr zusammenreißen, hinsetzen und dann argumentieren, und dann wurde er vielleicht nicht mal abgedruckt. Trotzdem würde ich gerne noch mal die Diskussion auch ein bisschen weiter, bevor wir zu konsensuell werden, drehen. Es gibt ja nun neben Nachtkritik auch weitere Angebote wie livekritik.de, das heißt Angebote, in denen tatsächlich die Professionalität des Kritikers nicht mehr Voraussetzung ist, sondern wo tatsächlich das Kritikenschreiben selber bereits von Menschen getan wird, die das gerne tun möchten, also deren Qualifikation darin besteht, dass sie sagen, ich nehme mir die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und schreibe eine hinreichend gut begründete Kritik auf dieser Plattform. Wenn ich es richtig gesehen habe, sind bei Ihnen auch wieder die Leserkritiken möglich. Das heißt, bei Ihnen können auch wieder User, Leser von Nachtkritik ihre Kritiken einreichen. Das heißt, es stellt sich doch trotz allem eine Form von nennen wir mal Verflüssigung des Übergangs. Früher gab es den Kritiker und es gab den Leser, Ende der Durchsage. Der hat vielleicht einen Leserbrief geschrieben, aber das war es dann auch. Und inzwischen gibt es doch eine Form von Übergang von dem tatsächlich klassischen gelernten Kritiker wie Frau Dössel mit journalistenschulischem Hintergrund über die Kritiker, die bei Ihnen schreiben, hinzu. Auch mit einem klassischen journalistischen Hintergrund. Mit einem klassischen journalistischen Hintergrund plus diejenigen, die über Leserkritiken tatsächlich an der Urteilsbildung beitragen, plus die an der Debatte ganz beitragen. Ganz wenige übrigens, das ist ein Angebot, das so gut wie nicht wahrgenommen wird. Na, wir haben ja noch ein paar Theaterkritiken-Blogs tatsächlich auch in Berlin laufen. Also ich glaube, die Entwicklung geht doch tatsächlich dahin, zu sagen, der klassische professionelle Kritiker hat eine Stimme, hat eine wichtige Stimme, aber auch er begibt sich, sei es in die Debatte, sei es eben in eine Vielzahl von kritischen Umfeldern hinein und macht damit vielleicht tatsächlich, wir hatten vorhin kurz die Diskussion auch in diese Runde eröffnet, damit vielleicht nicht unbedingt Theater im Netz, aber die Debatte über Theater im Netz. Wenn man es zumindest vergleicht mit anderen Sparten im Internet, ist diese Diskussion, würde ich sie mal bereits als wieder rückläufig betrachten. Wenn ich jetzt auch als Popkritiker da reden darf, ist ja die Frage nach dem Gatekeeper. Ja? Also der Gatekeeper, der wird quasi gestürzt, der fällt vom Sockel und es kommt die Crowd. Ja? Und zwar auch als quasi Zeiger, Empfehler, Weiterverwerter, vielleicht sogar Kritiker. Ist dann die Frage, was man unter Kritik versteht. Und gerade die
Popmusik oder der Popmarkt vielmehr, hat das eigentlich wieder zurücknehmen müssen. Ne? Der Gatekeeper ist so stark wie eh und je. Es sind einfach andere Kanäle und andere Angebote, die das leisten. Es ist natürlich nicht mehr die Tageszeitung, die das macht, aber es sind neue Majors anstelle der alten Majors getreten. Die neuen Majors heißen natürlich Facebook, Apple, Universal, Spotify und so weiter. Da wird das Gatekeeping Amazon selbstverständlich neu organisiert. Und das ist genauso autoritär, wie das alte es war. Es sind nur andere Kanäle. Und die sehen anders aus. Und da ist zumindest, wenn ich ein bisschen prophetisch sein darf, ganz kurz, sehe ich das auch ein bisschen mit der Theaterkritik dahingehen. Weil ich glaube, die Crowd kann die Kompetenz dieser hochgezüchteten Theaterkritiker, die wir alle irgendwie sind oder waren, vielleicht nicht toppen. Ich glaube, da wird der Markt das alleine regeln. Was heißt, aber vielleicht, ich meine, wir darf ich noch mal kurz okay, Gedanken zu Ende führen. Aber ich glaube, dass was Neues kommen werden muss und wahrscheinlich auch kommt, und das kann nur auf Bildebene passieren. Also da, wo im Internet eben auch investiert worden ist in den letzten 5 Jahren. Das heißt, wir haben über die Flasher gesprochen davor. Es wird Bewegtbild irgendwie kommen müssen als quasi eine kritische Instanz, dass Leute Filme ins Netz stellen von ihren Theaterabenden. Die Theater werden sich öffnen müssen, dass da gefilmt werden darf. Irgendwie sowas wird kommen. All das, was wir nicht können, wird jemand anders erledigen. Aber auf unserem Feld werden wir wahrscheinlich nicht geschlagen werden. So ist es zumindest in der Musik passiert. Na, als Gatekeeper, Entschuldigung, wenn ich kurz dazwischen gehe, als Gatekeeper hatten Sie natürlich aber auch die Funktion des Chefempfehlers. So, also Sie waren derjenige, der eigentlich in einer Öffentlichkeit hereinempfohlen hat, geht hierhin, geht dahin. Wenn man jetzt tatsächlich über die Debatte noch herausgeht, in der Kleinteiligkeit des, in Anführungszeichen, oder wie viel in Anführungszeichen auch immer, Kritikergeschäfts, ist dann nicht diese Empfehlungsfunktion über die unterschiedlichsten sozialen Netzwerke im Internet, das heißt über das sich etwas empfehlen, etwas mit jemandem teilen, sei es über Foursquare einchecken, dass ich im Deutschen Theater bin, sei es auf Twitter schreiben, dass ich hier auf der Konferenz bin. Ja, aber bin. Was verlinken Sie? Ein Film, ein Foto oder einen Text? Ich empfehle es einfach. Wenn ich sage, eine der wesentlichen Funktionen von Kritik ist auch gewesen, natürlich in der zeitungslesenden Öffentlichkeit zu vermitteln, dass es dieses Theaterstück gibt und dass dieses Theaterstück ansehenswert ist, ist das natürlich, geht das ein Stück weit an Menschen über, die es einfach ihren Freunden empfehlen, in größerem Umfang. Ich habe vorhin einen Tweet von Peter Spuler gelesen, der schrieb, Menschen gehen deswegen nicht ins Theater, weil die Eintrittskarten Geld kosten, sondern weil sie keine Freunde haben, die ins Theater gehen. Das heißt, die Empfehlungsfunktion ist einfach eine enorm wichtige, und an der Stelle, und vielleicht, ich glaube, wir sind auch kurz vorm Ende. Ich würde noch einmal nur eine provokante Frage in den Raum schmeißen. Ihr macht ja schon so eine Art von spielerischem Theatertreffen-Auswahl auf nachtkritik.de. Kann man sich vorstellen, dass im Jahr oder im 60. Theatertreffen die Hälfte der eingeladenen Stücke Germany's Most Liked Inszenierungen sein werden? Also würde mich überhaupt nicht interessieren. Also ich meine, das sieht man ja, wie das dann im Internet läuft. Das sieht man bei den Charts, bei nachtkritik.de, genauso wie bei diesem missglückten Versuch des Thalia-Theaters, ihren Spielplan durch das Publikum im Internet abstimmen zu lassen. Da fällt man einfach nur auf die Schnauze. Da gibt es Communities, die können etwas hochliken oder niedermachen. Also das ist ja dann, da, wo sind da die Qualitätsmaßstäbe? Und gerade auch im Netz, die ganze Meinungsflut im Netz, das ist ja schon wieder so unüberschaubar, dass man ja auch da schon wieder eigentlich Guides braucht oder eine Verlässlichkeit braucht, vielleicht auch durch Namen, wo man weiß, diesem Kritiker, den traue ich das zu, da weiß ich, der verfolgt regelmäßig das Theater, also dass ich in dieser ganzen Suppe von Meinungen auch wieder weiß, wem kann ich da trauen, auf wen kann ich mich verlassen. Und ich wollte vorhin noch ein Argument, das ist hier bis jetzt noch nicht erwähnt wurde, noch wenigstens andeuten, weil es einfach wichtig ist. Der Berufskritiker, also ich bin Berufskritiker, ja, der hat natürlich einen Vorteil, nämlich das ist monetär. Also ich werde nach wie vor noch dafür bezahlt, auch herumzureisen und mir Theater anzuschauen. Dadurch habe ich eine ganz andere Vergleichsmöglichkeit als der normale Internet-User, der meistens aus seiner Stadt heraus, nicht umsonst debattieren so viele in Berlin, da gibt es viel zu sehen, und die meisten Debatten auf ihrem Forum Nachtkritik finden ja von Berliner Usern statt. Aber wichtig ist für Theater schon auch, dass man Vergleichsmaßstäbe hat und dass man das lange betreibt. Das trägt zur Qualität ganz sicherlich bei, dass man etwas vergleichen kann und dass noch etwas bezahlt wird. Ja? Also, dass es bezahlt wird. Wir bezahlen auch unsere Kritiker übrigens. Aber vielleicht die nicht so üppig wie die Süddeutsche. Die reisen nicht. Aber die
Ja, die Reisen nicht, ja doch, manche schon. Also aber ihr habt gerade wieder eine Umfrage, und das wäre dann eigentlich auch meine letzte Frage. Ihr habt gerade eine Umfrage laufen, die ganz spannend ist. Ich habe auch mitgemacht, ich will auch den Preis nicht gewinnen. Eine der Fragen dieser Umfragen beginnt, glaube ich, mit der Formulierung, Nachtkritik hat finanzielle Probleme. So, und fragt dann, wären die User bereit, dafür Geld zu zahlen? Ich bin gespannt natürlich dann darauf, wie die User dazu entscheiden werden. Trotz alledem ist ja der Punkt, den Frau Dössel gemacht hat, es gibt da eine Zeitung, die organisiert nicht nur Vertrieb von bedruckten Blättern, sondern die organisiert eben auch die Bezahlung ihrer Mitarbeiter und hat gesicherte Einnahmequellen, währenddessen wir es, wie auch immer, trotz alledem wissen wir, dass sozusagen das Netz ja nicht der Fluchtpunkt ist, in dem man sagen kann, wenn es uns Zeitungen finanziell scheiße geht, dann gehen wir ins Netz und dann wird alles gut werden, sondern wir sehen ja auch eher da, dass im Netz die Zeitungen durchaus um ihre Finanzierung sich Sorgen machen müssen. Das heißt, für mich die Frage, wo ist sozusagen die finanzielle Zukunft auch einer Kulturkritik? Ist es sowas, wie Tobi Müller sagte, dass er sagt, er wäre Content-Lieferant und lässt sich für abgelieferte Content-Pieces bezahlen? Ist es die Bezahlschranke, wird die bei Nachtkritik kommen? Wird der Deutsche Bühnenverein vielleicht endlich mal wach und stellt fest, wie wichtig Online-Kritiken sind und sponsert euch? Oder wo ist die Zukunft? Da denken, glaube ich, noch ganz andere Leute drüber nach als die kleine Nachtkritik. Und ich würde jetzt, also wir stehen dem irgendwie ergebnisoffen und leidensfähig gegenüber dem ganzen Thema und mögen, also wir haben wachsende Einnahmen, kann trotzdem keiner, der da mitmacht, leben von dem, was er für die Nachtkritik tut. Es lebt also auch viel vom Idealismus und der Liebe zum Theater und zu dem Projekt. Und doch glauben wir daran, dass wir sozusagen die Zukunft auf unserer Seite haben. Und vielleicht ein Wort, und dann höre ich auf. Man darf nicht vergessen, wie weit Nachkritik gekommen ist. Nicht? Ich erinnere mich an den Artikel von Christopher Schmidt in Theater Heute, wo er sagte, nachkritik.de, ja, das ist ein Zeichen der progressiven Deprofessionalisierung von Menschen, die Zugangsvoraussetzungen nicht erfüllen. Nicht? Also, ne, das darf man nicht mehr. Das war 2007, 2008 und jetzt ist das schon Establishment. Würde ich jetzt sagen, wird es Zeit für die Fragen. Ja, also weil jetzt doch Frau Christine Dössel dann doch ein bisschen zu subtil ihre Verachtung ausgedrückt hat gegenüber dieser Meinungssuppe, muss ich jetzt doch nochmal eine leicht vergiftete Verteidigung der Crowd nochmal machen. Diese Deprofessionalisierung, das ist das Übliche. Leute, die, da finde ich toll, dass Nachtkritik durchgehalten hat. Aber nochmal zu dem anderen Punkt. Ja, Gatekeeper gibt's nicht mehr, aber Gatekeeper werden nicht durch die wilde, irre, ahnungslose, total dumme Meinungssuppe ersetzt, sondern wenn man seinen Job ernst nimmt, wird man vom Gatekeeper zum Gatewatcher. Was heißt das? Das ist immer so ein schöner Satz, vom Gatekeeper zum Gatewatcher. Das muss man immer runterbrechen. Ja? Einer der besten Gatewatcher, lange vor dem Internet, war übrigens Professor Ammann, der das Museum für moderne Kunst in Frankfurt hatte, wenn er einmal im Monat zur Führung eingeladen hat. Professor Ammann wusste alles. Er wusste, wie das Kunstwerk entstand. Er kannte die Künstler, der war im Atelier gewesen. Aber dann hat er ihm gefragt, was sehen Sie in dem Bild? Ja? Also er wusste viel. Ja, also ich sehe auch, dass es zu viel Meinung gibt und zu wenig Wissen im Netz. Das ist aber erstmal gut, dass Leute erstmal meinen und manchmal meinen, was zu wissen und dann langsam still und leise, nachdem sie zweimal sich ausgekotzt haben, feststellen, naja, vielleicht habe ich doch Blödsinn geredet. Und dann ist es gut, wenn es Geduld gibt von Leuten, die das auch erstmal so annehmen. Wie zum Beispiel nachtkritik.de, Zeit Online, die Süddeutsche jetzt unter Plöchinger fängt ja auch damit an, Leserkritiken mal ein bisschen ernst zu nehmen, nachdem ihr sie ja sonst nie zugelassen habt. Online und da ist schon eine Entwicklung drin und entweder man sagt jetzt so, man kotzt sich einfach aus, man kotzt zurück, ja, und sagt, ihr seid ja alle das ahnungslose Gesindel. Vielleicht kaufen Leute keine Zeitungen mehr, nicht weil es das Internet gibt, sondern weil Leute weniger Geld haben in den letzten 10, 15 Jahren. Könnte man ja auch mal überlegen, ob nicht das Internet allein der Grund ist, warum Menschen weniger Geld für Medien ausgeben. Es ist immer so der Sündenbock Internet, ja. Also da muss man auch so ein bisschen gucken, ob das so immer so monokausal ist, wie es manche gerne hätten, die von der Deprofessionalisierung sprechen. Deswegen, die Crowd besteht aus Menschen. Diese Menschen meinen manchmal zu viel, als dass sie wissen. Manchmal waren sie nicht im Theaterstück drin. Aber
dann ist der Kritiker gefordert, eben da noch ein Bild zu liefern. Und dann kann man an dem Bild eben arbeiten. Dann hat man vielleicht mal, war man in einem anderen Theaterstück, man gibt, was man selbst gesehen hat. Das heißt, man muss auch seine Kommentatoren erziehen. Und daraus wachsen dann auch interessante Menschen. Es gibt immer, das Problem eines offenen Systems immer, ist immer, dass es auch einige Trolle gibt oder Arschlöcher. Das ist der Unterschied zwischen Hierarchie. Ja, da lässt man halt nur die rein, die man für toll findet. Das ist aber dann das Problem, dass dann halt eben ein paar ausgeschlossen werden. Und dann, die bleiben dann doof. Also gelebtes Wissen hat was damit zu tun, dass man Meinung zulässt und trotzdem aber sagt, eine gute Meinung hat auch was mit Wissen zu tun und dieses Wissen wollen vermittelt. Und das ist die Aufgabe für mich und da wird auch wieder Geld verdient werden mit, weil die Welt ist so komplex, dass die Leute auch wieder anfangen werden in irgendeiner Form, ob Abo, ich finde Paywall immer so ein doofer Begriff, man nennt es einfach Abo, dann ist schon mal der Begriff nicht mehr so negativ, ja, da wieder Geld auszugeben dafür. Das wird einfach schon kommen. Das ist jetzt einfach ein ganz neues Medium. Und jetzt sind wir über diesen Berg, alles kostenlos, Terabyte von Musik runterladen, die man nie hört. Ja, das war eine Phase, man hat mit diesem Spielzeug gespielt und jetzt wird es ernst. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass Leute ernst bleiben und ihren Job neu definieren, vom Gatekeeper zum Gatewatcher zu werden. Gibt bei uns übrigens auch wachsende Zahl von Leuten, die regelmäßig Geld spenden oder das dann auch in der Überweisung als Abo bezeichnen, ohne dass man sie aufgefordert hätte. Also es da reicht noch längst nicht aus, aber es ist ermutigend. Auch, dass sich da noch einiges tut und dass ich da auch einiges tun muss. Jetzt muss man vielleicht auch mal sehen, wie das mit Spiegel läuft. Also dass diese Mentalität im Internet, dass wir alles umsonst haben können, natürlich sich dann auch wieder auf die Zeitung auch auswirkt. Warum muss ich denn dann da bezahlen? Wobei ich immer denke, es ist unfassbar, für wie viel Inhalt ich bekomme, für wie wenig Geld bei einer Tageszeitung auch. Ja. Aber das, ich glaube, da passiert vieles. Ich habe übrigens auch nicht von einem Gesinn gesprochen von allen, die kommentieren im Internet. Und ich habe auch nicht mehr, wie ich einst schon mal gemacht habe, das Wort Aasgeier in den Mund genommen. Aber es ist trotzdem, sie haben recht und man merkt auch bei Nachtkritik, es gibt ja also einige Kommentatoren, die profilieren sich dann so wirklich. Also die hatten dann einen Namen, wenn es auch ein anonymer Name ist, also Stefan oder wie sie sich dann nennen, Luzi21, ich weiß nicht. Weiß man ja nie. Das finde ich immer ein Problem. Also ich finde auch, dass unter einer Kritik gehört der Name und da steht man gerade dafür, für das, was man geschrieben und gemeint hat und das ist ganz wichtig bei einer Kritik. Aber was ich noch sagen wollte, trotzdem ist das Gemeine jetzt auch noch, also das Herumgemeine im Internet sogar noch verstärkt, das ist mir gar nicht aufgefallen, da hat mich jetzt eine Freundin darauf hingewiesen, jetzt kann man bei Ihnen sogar auch noch jeden User-Kommentar noch mit einem Plus oder Minus nochmal bewerten. Also ich finde das, was du meinst, finde ich super gemeint oder ich finde es kacke gemeint. Das ist dann nur noch mal ein Anklicken. Das ist ganz, also da sagt man nicht mal mehr ein Wort. Ja, Worte werden überschätzt, glaube ich. Also ich finde das noch eine Potenzierung des Gemeinden. Das war, ja, wir experimentieren ja immer so mit diesen pädagogischen Formen, wie man die Kommentatoren sozusagen tatsächlich zivilisieren kann, manche. Und wie, ob das sich selbst reguliert vielleicht, also dass wir dann nicht immer als wie die Kindergärtnerin in den Kommentatoren Kindergarten treten müssen, so jetzt seid mal alle wieder lieb, sondern das ist eine Disziplinierungsmaßnahme. Ja, sondern dass sich das in der Regulierungsversuch, dass das sich also dass sie selber sich untereinander vielleicht irgendwie auch regulieren, so jetzt du hast jetzt hier ein bisschen über die Stränge geschlagen, wird gleich gedownvoted und der Nächste, der hat sich jetzt, also so, das ist einfach mal ein Versuch gewesen, wie weit man, wie das funktioniert. Noch eine Frage? Ja, mich würde interessieren, ich finde den Kontrast zwischen professionellen Kritikern, das sind dann Leute, die Zeitungen schreiben und egal wie fundiert, letztlich ja sagen, das war eine gute Inszenierung, das war eine schlechte Inszenierung, schaut euch das an, schaut euch das nicht an, das ist der implizite Hinweis. Das ist das eine. Und dann gibt es also die deprofessionalisierte Szene. Aber was da völlig rausfällt und wo die ganze Online-Welt, denke ich, eine ganz neue Rolle spielt, ist, dass es ja noch eine ganz andere Riege von professionellen Kritikern gibt. Das sind Theaterwissenschaftler. Also Leute, die auch bezahlt werden dafür, was sie machen, die sehr großes Wissen besitzen und die im Idealfall eine andere Perspektive bringen, wo es nicht darum geht, ob was gut oder schlecht ist, oder sondern in welchem Sinne es interessant ist oder in welchem Sinne es eventuell wichtig ist.
Und wo auch in dem Berufszweig, also aus meiner Sicht zumindest, das Interesse eingebaut ist, das Publikum zu schulen und nicht darin, ob was gut oder schlecht ist, sondern den Blick zu schulen und wie man auf ein Stück schaut und was man darüber dann sagen kann. Und mich würde interessieren, was da in Deutschland passiert, weil das ist was im Ausland, das im englischsprachigen Ausland sich schon tut. Also die interessantesten Shakespeare-Kritiken, die man im englischsprachigen Ausland findet, sind jetzt von Akademikern auf ihren Blogs geschrieben. Ich lese keine englischen Tageszeitungen mehr, weil es langweilig ist und blöd. Ob es da in Deutschland irgendeine Bewegung gibt, dass über diese größere Öffnung der Online-Öffentlichkeit auch andere professionelle Sichtweisen aufs Theater erhältlich werden, die der Öffentlichkeit dank wissenschaftlicher Schranken bisher nicht so zugänglich waren. Mich wundert es nicht, dass in England dass die Tendenz dahin geht, dass Wissenschaftler sich per Blog äußern, weil man darf nicht vergessen, wie eingeschränkt eine Theaterkritik ist. Also ich glaube, im Guardian darf man maximal 500 Wörter schreiben. Wie viel dürfen Sie schreiben? Maximal? Maximal ist, würde ich mal, also wenn ich was sage, es war ganz großartig, ich brauche jetzt richtig Platz. Dann kriegen Sie das. Dann kriege ich 220 okay. Zeilen auch. Genau, ja. Ne? In England sind 500 Wörter und da gibt es Sternchen und das ist es. Okay, das ist sogar im Guardian, das ist mit in der besten Zeitung. Ja, deshalb kommen die Blogs. In Deutschland ist in der Tat, ich glaube, wir können uns also glücklich preisen, dass die eine sehr gute, fundierte Theaterkritik doch existiert, wo quasi dann die Grenzen fließend sind, vielleicht zu einer theaterwissenschaftlichen Inszenierungsanalyse. Also der Unterschied besteht natürlich darin, dass ein Theaterwissenschaftler nicht in erster Linie ein Urteil fällt, sondern ein Theaterwissenschaftler ist eigentlich ausgebildet worden, sozusagen die Zeichen zu lesen wie ein Theaterkritiker, aber vor allem, wir würden sagen, die Voraussetzungen klar zu machen, worunter oder womit eine Inszenierung entstanden ist. Das einordnet in bestimmte Entwicklungen und so weiter. Aber da sind die Grenzen in der Tat fließend, aber die Funktion ist keine urteilende. Das ist, glaube ich, das ist der zentrale Unterschied. Und wie gesagt, in Deutschland sind dank unserer tollen Theaterkritiker, professionellen Theaterkritiker, die erfüllen zum Teil auch diese Funktionen. Es gibt einen direkten Anschluss hier vorne. Und dann machen wir noch eine Frage und dann müssen wir zum Schluss kommen. Vielen Dank, ja, Daule. Ich würde auch ganz direkt daran anschließen, dass es auch hier ganz begabte Theaterwissenschaftler gibt. Aber dafür gibt es natürlich keinen Raum, weil die Theaterkritik auch tatsächlich journalistisch besetzt ist. Und also ich kenne das von mir und von Kolleginnen, die auch tatsächlich versucht haben, so nach Anfang, so mit ganz viel Hoffnung, ihre eigenen theaterwissenschaftlichen Kritiken zu schicken. Es kommt auch immer später, weil theaterwissenschaftliche Kritik ist 2 Seiten lang, 3 Seiten lang. Und die Antworten, die kommen, das ist immer so akademische Sprache, das ist daneben und das passt nicht. Und auch bei Nachtkritik, das ist aber jetzt nicht persönlich, aber das ist tatsächlich, es gibt, ich würde nicht sagen, die Grenzen sind fließend und man könnte, sondern es liegen Welten, weil eben eine theaterwissenschaftliche Kritik bestimmte Kriterien erfüllt. Und es geht nicht darum zu sagen, das ist gut oder schlecht, sondern wirklich umfassende Zusammenhänge nochmal zu schaffen, so historische und so weiter und so fort. Und das fehlt mir, wenn ich jetzt eine Theaterkritik lese, ganz einfach. Also wir haben jetzt bei Nachtkritik das mal versucht, eben auch diese Grenze auch zu öffnen und hatten eine Kooperation mit der Universität Hildesheim, wo es eine Ringvorlesung gegeben hat zur Krise des Stadttheaters. Und dann haben wir eben auch gedacht, das wäre eigentlich wichtig, dass man diese akademischen Debatten, also die Theorie und die Praxis miteinander stärker in Verbindung bringen müsste und vernetzen müsste und haben eben dann da mit diesem Hildesheimer Institut für Kulturwissenschaften eben dieses und das wird auch fortgesetzt, diese Kooperation, also im Wintersemester, eben genau um diese Grenzen irgendwie so ein bisschen durchlässiger zu machen. Ich denke persönlich, der Kritiker schreibt die Kritiker und der Theaterwissenschaftler hat vielleicht irgendwie einen anderen Reichtum, den er da sozusagen reingeben könnte in dieses Gespräch. Der muss jetzt nicht auch Kritiken schreiben vielleicht. Also da müsste man vielleicht ein anderes Format finden, wo der seine Expertise einbringen kann. Der Kritiker ist ja wie so der erste Zuschauer auch, also der professionelle Zuschauer. Ein Wissenschaftler, der Diskurs ist ein ganz anderer, würde ich sagen. Deswegen würde ich mir von einem Theaterwissenschaftler einen anderen Text wünschen und keine Kritik zum Beispiel.
Genau, das ist eigentlich die Funktion eines Blogs, nicht? Also Sie könnten auch theaterwissenschaft.de oder theaterwissenschaftblog.de gründen und quasi ein Forum aufmachen, um sowas zu ermöglichen. Warum nicht? Ich meine, das ist so hat nachkritik.de auch angefangen. Und das ist das Tolle an diesem neuen Medium, dass es viele Formen gibt. Und wie ich auch vorhin ganz am Anfang sagte, es gibt Zeitungen, die machen beides. Die veröffentlichen Kritiken und dann schreiben die gleichen Kritiker einen Blog, was 3-4 Mal so lang und so ausführlich ist, was wirklich in die Nähe dann einer theaterwissenschaftlichen Analyse kommt. Also beides ist jetzt möglich in dem Medium. Das war früher nicht möglich. Ja, das ist ja ganz schön, dass es eine Erweiterung dadurch auch stattfindet. Ne? Also man kann so vieles dann da auch auslagern. Ich habe zur letzten Frage. Ja, ich habe eine Frage, das bezieht sich auch so ein bisschen rückblickend auf Theaterwissenschaften. Als ich Theaterwissenschaften studiert habe, das war noch vor Zeiten des Internets, weiß ich, wenn wir über Theater geschrieben haben, über Stücke geschrieben haben, über Bewegung geschrieben haben, hat man seitenweise Bücher mit Theaterkritiken gewälzt. Die Theaterkritiken waren ja dann immer ein wichtiger Teil der Analyse von Theatergeschichte. Ich schätze, auch beim Video heute ist die Theaterkritik, weil sie einen anderen Blickwinkel hat als das Video, was man eventuell hat, einen Blickwinkel auf diese Theatergeschichte. Wenn ich mir heute, ich arbeite teilweise mit Theatermuseen zusammen und mit einem Theatermuseum angucke, wie dort gesammelt wird, weil Museen, ich weiß nicht, wie das an den Unis jetzt genau ist, wird ja meistens ein Ausschnittdienst bedient. Wie sieht das eigentlich aus mit dem, was im Internet besteht? Wird diese Sache irgendwo gesammelt? Kann man vielleicht in 15, 20, 40, 50 Jahren gucken, wie war denn damals die Stimmung zu dem und dem Theaterstück, wenn man über Theater schreiben will? Oder ist das sozusagen eine Zeitblase, die eventuell in einigen Jahren nicht mehr zu rekonstruieren ist? Damit habe ich im Augenblick ein ganz großes Problem, was auf Theatergeschichte betrifft oder auf den Rückblick in Theater, weil Theater ist ja etwas, was in diesem Augenblick passiert, was in diesem Augenblick da ist. Ich kann Theater nicht wiederholen. Das hatten wir heute schon mehrfach gehört, was auch stimmt. Und ein Video ersetzt das nicht. Da hat die Kritik oder das, was Leute gesehen haben und darüber geschrieben haben, eine besondere Bedeutung. Wie wird das weitergehen? Also meine Empfehlung wäre, Sie drucken die Internetkritiken aus, weil das beste Archivierungsmedium ist nach wie vor das Papier. Ja? Man findet immer noch, man kann Papier seit dem 16., 17. Jahrhundert, das kann man immer noch lesen. Also ich bezweifle, ob man Daten in 20 Jahren lesen könnte. Ja, an der Universität Zürich gibt es auch ein Institut für Mediengeschichte, glaube ich, und die sammeln sogar auch die Nachkritiken seit einiger Zeit. Sie haben irgendwann um Erlaubnis gefragt. Ja, aber es wird ja gespeichert. Bei uns ist alles vom ersten Tag, seit wir online gingen, alles noch erreichbar. Finden Sie alles noch, ist alles online. Bei uns auch, aber vielleicht nicht, müssen Sie dann zahlen. Ja. Vielleicht können wir die Fragen direkt ins nächste Panel mit rübernehmen. Ja. Kritik wird ja in gewisser Weise dort auch eine Rolle spielen. Und ganz so düster sollte der Ausblick auch nicht sein. Nachtkritik wird nie verschwinden. Genau, ich würde auch gar kein großes Schlusswort, sondern ich würde mich nur sehr herzlich bei meinen Panelgästen bedanken. Und es geht, glaube ich, direkt weiter mit dem nächsten Panel. Erst waren die Kritiker da, jetzt kommt die Crowd. Vielen Dank.